Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes 2 bzw. dem Spieltagsbericht für den dritten Spieltag der Company of Heroes 2. 2 gegen 2 Liga Bloodhound Slaughterhouse. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen in der letzten Woche, und zwar hat Relic einen unangekündigten Patch rausgehauen. So ein kleiner Patch, ich weiß nicht, 58 MB oder so groß. Hat nicht viel verändert, ist wohl nur die Vorbereitung zu dem etwas größeren Patch mit den Battle-Servern, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, ohne Ankündigung, und dementsprechend sind alle Wiederholungen futsch, die ich habe. Alle. Nicht nur die Liga-Replays, sondern auch die von normalen Ranglistenspielen. Alles weg. Ich konnte auch nicht vorbeugen oder vorbereiten. Ich hätte ja vorgecastet, hätte ich vorher mal gewusst, dass die einen Patch raushauen. Aber es war natürlich wieder. Ja gut. Ist halt blöd gelaufen. Dementsprechend gibt es auch diese Woche keinen Cast von mir, keinen Spieltagscast. Ich hoffe, dass das nächste Woche wieder klappt, dass da nicht zwischendrin noch ein Patch rausgehauen oder dass der große dann währenddessen kommt. Das wäre halt auch ein bisschen blöd. Und so müssen leider die Zuschauer nur auf die Ergebnisse schauen, statt ein Spiel zu sehen, das spannend gewesen wäre. Tut mir leid an der Stelle. Vielleicht werde ich stattdessen ein normales Spiel demnächst noch casten, wenn ich noch mal eins spiele und es spannend genug finde. Ansonsten verabschiede ich mich für die Woche und verweise noch mal auf den Link unter dem Video, in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die Ergebnisse und die momentane Tabelle anschauen. Und sage einfach mal bis dann. Ciao, ciao und macht's gut.